Nachdenkseiten. Some exclusive live pictures that we're showing you right now of the seized plane belonging to Venezuelan leader Nicolas Maduro. Maduro, we should note, is not on board, but the plane was seized by officials for violating U.S. sanctions. CNN's Kylie Atwood joins me now. Kylie, this is pretty extraordinary. This does not happen, obviously, every day where U.S. authorities go in and seize the plane of a head of state. But that is essentially what's happened this morning. Can you break this down for us? Yeah, exactly. Yeah. So the plane of Nicolas Maduro, the president of Venezuela, is now in the hands of the United States. US-Behörden haben am 2. September die Maschine des venezolanischen Präsidenten beim Zwischenstopp in der Dominikanischen Republik gekapert und in die USA geflogen. Frau Deschauer, da würde mich interessieren, steht denn für die Bundesregierung dieses Vorgehen des US-Partners im Einklang mit dem geltenden Völkerrecht? Also Herr Warwick, da würde ich Ihnen in dem Fall mich noch einmal kundig machen, ob der Informationsstand, den Sie jetzt hier mit uns teilen, derjenige ist, den wir auch zur Verfügung stehen haben, und dann gegebenenfalls auf Sie zukommen. Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dass es für Sie ein völlig normaler Vorgang ist, dass die USA das Flugzeug eines ausländischen Staatschefs in einem Drittland aufbringen und in die USA entführen? Also, Herr Warwick, Ihre zweite Wortmeldung beinhaltet lauter Aussagen, die ich von dieser Regierungsbank von niemandem gehört habe, von mir auch nicht, sondern ich habe Ihnen gesagt, dass ich den Erkenntnisstand, weil ich nicht jeden einzelnen Erkenntnisstand direkt zur Hand habe, nachrecherchieren werde und gegebenenfalls dann auch die Einschätzung mit Ihnen teilen werde. Nichts mehr und nichts weniger. Und damit müssen Sie sich jetzt begnügen, da die Sitzung jetzt hier gleich zu Ende ist, besteht auch die Gelegenheit nicht mehr, dass die Kollegen, die hier fleißig zuschauen, noch mir etwas nachliefern. Herr Rinke.